Ja, es war eigentlich als Buchvortrag geplant heute und es fühlt sich nicht so an, als wenn es so abläuft, wie es vorgestellt war. Aber so ist es immer. Ja. Du hast trotzdem gefragt, ja? Du hast gesagt, ob ich was vorlese. Ja, das war mein Plan für heute nicht und das fühlt sich auch nicht so natürlich an, was zu lesen. Wenn ihr möchtet, kann ich einfach trotzdem was erzählen, ja, und über die wesentlichen Inhalte sprechen. Und ihr könnt euch frei fühlen, mich zu unterbrechen, wenn das nicht spannend ist oder wenn es irgendwas gibt, was mehr im Dialog geklärt werden will. Ja. Denn das ist meine Erfahrung, dass ein allgemeines Sprechen über spirituelle Wahrheiten immer etwas Verallgemeinertes haben kann und manchmal nicht den Punkt trifft. Und trotzdem gibt es einige wichtige Mechanismen in unserem Geist, die kollektiv wirken und über die man sprechen kann, auf die man hinweisen kann, die man sozusagen ins Bewusstsein holen kann oder bewusst machen kann, während sie normalerweise unbewusst ablaufen. Und wenn sie unbewusst ablaufen, dann haben sie die Kraft, Leiden zu erschaffen, die Kraft, Verwirrung zu stiften, einen Schleier über die Wirklichkeit zu legen. So, und ein Punkt, ein Begriff, eine Dynamik, die ich fast für die wichtigste halte in Bezug auf spirituelle Selbsterforschung, die Entdeckung von Freiheit, ist das, was im Advaita unter Identifikation oder Fehlidentifikation bezeichnet, was damit bezeichnet wird. Also die Tatsache oder die Dynamik, womit setzen wir unser Sein gleich? Ja. Womit setzen wir unsere Identität und das, was wir wirklich sind, womit wird das gleichgesetzt? Ja. Es fängt ja schon direkt mit dem Ich an. Es fängt direkt mit dem Ich an. Und dann geht es weiter, ich bin sowieso und das bin ich nicht und so weiter. Und zwar, wie du sagst, ja, der Ich-Gedanke an sich ist so entscheidend dabei. Ja, diese drei Buchstaben, die CH in der deutschen Sprache. So erstaunlicherweise so eine banale Erscheinung als Gedanke, der auftaucht, ich. Und doch so unglaublich gewichtig in dem, wie oft er auftaucht und wie oft er wiederholt wird von unserem Geist. Und vor allem, das ist ja so ein falsches Bezugssystem, ne? Und Es welches nimmt ist hier es? alles Bezug auf etwas Fiktives, was ja eigentlich nicht existiert. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen, wird, wie sagt man, distorted, wird verzerrt irgendwie. Oder? Ja, was würdest du sagen? Was passiert, wenn dieses Ich Gewicht bekommt? Ich kann eigentlich jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, was ist, wenn das Ich für Momente, was ich erlebt habe, nicht da ist? Weil was ich bisher meistens erlebt habe, war eben, und aus dieser Perspektive des Nicht-Ich sieht das aus wie eine totale Verzerrung von einer Realität, die so gar nicht existiert. Nehmen wir mal an, ich nehme ihn gar nicht wahr als das, was da ist. Also gibt es auch wieder verschiedene Ebenen. Aber ich sage mal, ich nehme wirklich nur einen ganz kleinen Aspekt davon wahr, der gerade korreliert mit gerade diesem Muster, durch das ich schaue als ich. Schwer auszudrücken. Aber es ist, als würde das, was wir wirklich sind, also nehmen wir mal
an. Das ist das helle, ganze Licht, total durch ein Sieb gepresst. Und dann legen sich Muster dazwischen, Muster. Und da kommt was ganz Verzerrtes am Ende raus. Und wir meinen, das wäre die Realität. Und ja, wenn das nicht ist, ist einfach leicht, frei und ein Zerfließen und kein Unterschied zwischen ich und du. Auch nicht im Erleben. So ist, wie ich es wahrnehme. Ja, genau. Ja. Und wir können, ich würde es einfach noch mehr darüber sprechen, um das noch mehr klar zu machen, was eigentlich geschieht. Du hast gesagt, ich und ich bin. Ja. Das ist dieser entscheidende, ich würde sagen, der entscheidende Gedanke in unserem Bewusstsein, der auftaucht, worüber wir uns eigentlich definieren und etwa eine Form festlegen in gewisser Weise. Oder ein Sieb, irgendwas, was verengt ist. Ja. Wir können einfach anfangen mit unserem Namen. Ja, wenn ich denke, ich bin, und dann meinen Vornamen, den ich gelernt habe, Thorsten, und du, deinen Vornamen? Katja. Katja? Dann sind das zwei schöne Klänge, ja. Aber da fängt es schon an. Wenn das ernst genommen wird, dann ist das wie, ah ja, Katja da, Thorsten hier. Vorher war das wie, wer spricht, wer antwortet, ja. Deine Worte sind meine Worte. So, das ist das Spannende. Ich finde das sehr spannend, wie der Nisargadatta, dieser Advaita-Weise, einer der radikalsten auf diesem Gebiet, dass der und seine Bücher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wahrscheinlich, sind Meisterwerke, Ich Bin steht da nur drauf. Ja. Und in dem Sinne ist das Ich Bin ein Wort für das Absolute, für alles. Ja. Und danach ist nichts, ja, das ist nicht Ich Bin etwas, sondern einfach nur Ich Bin. Ich würde sagen, das sind die ersten Versuche, das Absolute zu beschreiben. Es sind nur Worte, Ich Bin. Aber die heilen noch diese Stille wieder. Oder in der Bibel, als Moses, ich glaube, die Gesetzestafel auf dem Berg Sinai empfängt oder irgendwie diese Erscheinung vom Göttlichen hat und sieht und ahnt, aha, da ist Gott, ja, fragt er Gott, wer bist du? Ja, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Absolut einfach, absolut nur sein. Noch nicht differenziert, noch nicht aufgespalten. Und dann Name, Vorname, Nachname, Geschlecht. Ich bin ein Mann. Du kannst denken, ich bin eine Frau. Und schon haben wir eine andere Dynamik. Damit ist auch nichts verkehrt, hat seinen eigenen Geschmack. Aber wenn es wirklich ernst genommen wird, wenn es wirklich geglaubt wird, dann ist da diese Trennung. Und es wird enger und enger und enger. Ja. Mit jeder Definition mehr. Ja. Und wie oft wird da gedacht, ja, dieser Gedanke, ich bin am Tag, ja. Morgens, wenn wir aufwachen, ja, ich bin hier, vielleicht in dieser Wohnung, in meiner Wohnung. Ich bin noch müde, ich muss mich jetzt waschen, ich muss zur Arbeit, ich muss das und das tun. Ich bin ein Arzt, ich bin ein Busfahrer, ich bin ein spiritueller Lehrer, ich bin ein, was immer, diese ganzen, wie oft es auftaucht, ja. Ich würde sagen, im Bewusstsein, das sich noch nicht selbst erkannt hat, taucht das unbewusst auf. Es ist da, immer ich bin, meins, mir, mich. Aber es wird nicht mal als Gedanke oder als, ja, es wird nicht mal als Gedanke erkannt, sondern es ist wie selbstverständlich und dann geht von davon alles aus. Der Filter ist da, diese verzerrte Wahrnehmung, aber er wird nicht als verzerrt, als Filter gesehen, sondern vom Filter aus wird gesehen. Und das ist in meiner Erfahrung so entscheidend zu erkennen, dass der Ich-Gedanke, dass ich in Wirklichkeit ein Gedanke ist und dass ich bin auch ein Gedanke. Ist einerseits meiner Meinung nach der Ursprung von ganz, ganz viel Leid. Andererseits natürlich auch die Chance, wenn man das erkennt, total damit zu spielen, mit diesen verschiedenen Facetten. Ja. Aber wenn man da drin gefangen ist, damit fängt alles an und hört alles auf.
Ja, es sind interessante Facetten. Ich bin Mann, ich bin Frau, ist eine interessante Facette. Dann ist irgendeine prickelnde Begegnung möglich. Ja, ich bin Vater, ich bin Mutter. Das ist dann kann eine wunderschöne Begegnung sein. Man könnte sagen, das ist eine philosophische Deutung, aber ich finde, da ist das dran, dass das Sein sich aufgespalten hat, das undifferenzierte, absolute Ich Bin, sich aufgespalten hat in diese vielen verschiedenen Ich Bins, um sich darin zu vergnügen. Ja, und das ist spannend. Zu spielen. Ja, es ist spannend. Es ist spannend. Solange man wach da drin ist und dort rumhüpfen kann und spielen kann. Wenn du dem wirklich Glauben schenkst, dann bist du ein Zehntausendstel dieses Partikels und fühlst dich bedroht von allen anderen, die jetzt nicht genau in dein Raster passen. Ja. Das ist eine wesentliche Begleiterscheinung, wenn du wirklich glaubst, dass du nur dieser Teil bist, wie du sagst, der muss sich schützen vor dem. Der ist irgendwie vom Tod bedroht auch. Ja. Ein Teil im Ganzen wird durch andere Teile bedroht, könnte zerstört werden, verändert werden, angegriffen werden. So in meinem Buch, und ja, die Metapher habe ich, glaube ich, von Papaji, ist aber diese Metapher des Meeres, die finde ich sehr schön. Der Ozean, ja, ein Querschnitt durch den Ozean. Dann hast du zwei verschiedene Schichten. Einmal die Schicht der Wellen oben und du hast die Tiefe. Und die Tiefe steht für das undifferenzierte Ich Bin. Ja, das ist still, das ist ungetrennt, ist alles eins. Die Oberfläche ist auch, gehört dazu, ist Ausdruck des Ozeans, aber zwischen den Wellen gibt es Trennung, ja, wenn man nur die Oberfläche nimmt. Und wenn man das bewertet, sagt man, das Auf ist gut und der Talfahrt ist schlecht. Ja. Und dann fängt die Quälerei an, ich will nur das und das nicht. Genau. Und dann hast du eine Welle, eine Ich-Welle, die auf der Oberfläche versucht, irgendwie Stabilität zu bekommen oder Nähe zu anderen Wellen. Ja. Wenn ich nur mit der Welle verschmelzen kann, dann könnte ich ein bisschen mehr Wasser sein. Könnte ich ein bisschen mehr Ozean sein. Ein bisschen mehr Ozean sein. Oder ich suche den Ozean. Ja, es gibt diese schöne Karikatur. Irgendwo zwei Wellen treffen sich. Hast du den Ozean schon gesehen? Nee, ich auch nicht. Ja. Und meine Erfahrung und das, was ich oft sehe, ist, dass es bestimmte Begleiterscheinungen gibt, wenn das passiert, wenn der Ozean sich sozusagen in die Welle verengt über dieses Denken, ich bin ein Etwas, abgetrennt von einem anderen. Dann gehen damit bestimmte auch Gefühle einher. Eins hast du schon erwähnt, Angst, ja, Angst davor, zerstört zu werden. Eine Form, und das ist ein Hineingehen in die Form und sich gleichsetzen mit der Form, ist immer verletzlich. Ja. Auf der Ebene von Formen und Erscheinungen dieser Welt ist immer alles Vergänglichkeit unterworfen. Ja. Jeder Körper kann in jeder Minute zerstört werden. Der Architekt hat diese Räume schlecht geplant und gleich bricht alles zusammen. Ja. Und das ist so, ist so absurd, wenn man denkt, wenn man sich mal umguckt, jede Form ist im Wandel unterworfen. Mhm. Es gibt keine Form, die wirklich beständig ist. Und trotzdem benutzen wir unsere gesamte Energie, um irgendwas zu konservieren und halten uns damit vom Leben fern eigentlich. Halten dann irgendwas fest, was schon gar nicht mehr das ist, was eigentlich sich in einer anderen Richtung entfalten wollte. Und wir kleben und sind im Krieg mit dem, was vielleicht auch wunderschön wäre, was aber nicht gerade das ist, was der Mind festhält, was sein sollte, weil er irgendwas konservieren will. Ja. Das ist eine wesentliche Eigenschaft der Erscheinungswelt, dass sie sich verändert und eigentlich nicht konserviert werden kann. Wie du sagst, wenn wir genau hinschauen, gibt es überhaupt nichts, was gleich bleibt. Kein Gefühl, kein Gedanke, kein auch Körper. Auch Materie nicht. Auch Materie nicht. Ja. Und trotzdem, dieser Ich- und Ich-Bin-Gedanke suggeriert etwas anderes. Ja? Er suggeriert Festigkeit. Er suggeriert sowas wie, ja, dieser Körper, ich bin dieser Körper und dieser Körper bleibt gleich. Und das ist das, was Ramana den Knoten des Ichs nennt. Ramana sagte,
der Körper selbst sagt nicht ich, ja, der sagt auch nicht, ich bin beständig. Und die absolute Ebene des Selbst sagt das auch nicht. Und dazwischen gibt es diese Stimme, die, der Geist, der Mind, dieser Trug, dieses merkwürdige Phänomen, das sagt, da gibt es etwas, was beständig ist. Und das muss gesichert werden oder ausgebaut werden. Ja. Faszinierend. Ja. So, neben der Angst, die vielleicht das wesentlichste Element ist in dieser Begleiterscheinung von Identifikation, würde ich sagen, gibt es noch zwei andere, und man kann es immer noch mehr differenzieren, aber zwei grundsätzliche emotionale Bewegungen. Die eine ist Wut auch und Zorn. Ja. Wenn wir uns begrenzen auf unseren Körper, dann ist das auch wie eine Einengung. Und es ist auch wie, man könnte mit anderen Körpern zusammenstoßen. Und der Wille, der eigene Wille, passt nicht mit dem Willen der anderen Körper zusammen. Ja. Es ist irgendwie wie die Welle entwickelt auch noch einen eigenen Willen und will den durchsetzen gegenüber den anderen. Und stößt dagegen und wird gestoßen. Und da gibt es so etwas wie Zorn, wie Wut. Wut auf die Identifikation letztendlich, auf die Begrenzung. Denkst du, dass der Ursprung von Wut ist ein Rebellieren gegen die selbst auferlegte Begrenzung? Ja, das könntest du sagen, ja. Obwohl die selbst auferlegte Begrenzung auch irgendwie dazugehört. Sie wird nicht wirklich, sie wird auch gewollt. Von der Tiefe des Seins wird sie gewollt. Ja. Und wenn es sogar eine Einverstandensein in dem Ich gibt mit der Begrenzung, dann gibt es auch keine Wut. Der Körper ist begrenzt, das ist kein... Aber ich glaube, ab dem Moment, wo ich wirklich, wirklich einverstanden bin, wird mir auch klar, dass ich nicht nur die Welle, sondern auch der Ozean bin. Ne? Ja. In dem Moment, ja. Wenn es nicht klar ist, dann ist diese Wut da und dann ist das Wollen da, den anderen oder mich selbst zu verändern. Diese Aggressivität. Und das dritte Gefühl, was ich so wesentlich finde, und in meinem Buch nenne ich das einfach Basisemotionen, weil die irgendwie ich das Gefühl habe, sie liegen an der Basis jedes Egos oder an der Basis der Welle. Ja. Das ist sowas wie Verzweiflung und Bedürftigkeit. Das ist, würde ich sagen, könnte man so sagen, wenn sich das Sein abschneidet von dem anderen, ist das auch ein Abschneiden von der Liebe und von der Fülle, die natürlicherweise da ist. Die eigentlich unbegrenzt fließt, bedingungslose Liebe. Ja. Egal, wie die anderen Formen aussehen, egal, was sie machen und tun, ist einfach bedingungslos. Ich bin dieser Körper, ich bin dieser emotionale Körper mit diesen Gefühlen, schneidet das irgendwie ab. Und dann gibt es irgendwie das Bedürfnis, diese Liebe wiederzukriegen. Aber irgendwie auch geht es auch nicht. Ja, irgendwie, ich fühle mich unzulänglich, ich brauche Liebe, aber es ist auch nie genug, wenn die anderen mir ein Stückchen geben. Ich will noch mehr Liebe, ich will sie dadurch, dass ich verschmelze mit den anderen. Und dem liegt so ein Gefühl zugrunde, das wirklich wie eine verzweifelte Unzulänglichkeit ist, das allein zu sein, einsam zu sein. Und auch das ist ja, selbst auferlegt durch diese Gedanken. Das hat für mich am meisten mit dem emotionalen Körper zu tun. Wenn, man könnte sagen, die Identifikation findet verschiedene Tore. Ja? Wenn sie über den Körper geht und sagt, ich bin dieser Körper, dann ist das eher tendenziell dieses Gefühl von Unzufriedenheit und Wut und Begrenzung. Wenn es mehr über den Gefühlskörper geht, dann ist es mehr diese Bedürftigkeit und Unzulänglichkeit, weil wir uns abschneiden von der Liebe. Und wenn es über den mentalen Körper geht, dann ist es wie, weil der mentale Körper so sehr für das Überleben verantwortlich ist, ist das auch wie, oh, ich muss überleben und ich muss nachdenken, wie mein Leben funktioniert. Ich muss die Dinge konservieren. Ich muss Dinge konservieren, ich muss sicher gehen, dass ich
ja, dass ich nicht sterbe letztendlich, dass ich mich nicht wieder zurück auflöse. Mit der Fantasie, dass diese Auflösung Leiden ist oder so. Und das ist auf der einen Seite sind das, würde ich sagen, eben die Begleiteffekte oder die Konsequenzen der Identifikation, ja, des Nicht-Erkennens der eigenen Natur, der eigenen wahren Natur. Auf der anderen Seite sind es auch Eingangstore auf eine Art. Und zwar dann, wenn es möglich ist, diese Gefühle, diese existenziellen Gefühle wirklich zuzulassen und wirklich einverstanden zu sein damit. Einverstanden damit zu sein, diese Wut der Begrenzung zu spüren, die Angst zu sterben und die Verzweiflung, nicht gut genug zu sein. Ist das Einverstandensein im Kopf? Nein, das Einverstandensein ist nicht. Der Kopf oder das Ich ist damit nicht einverstanden. Es will weiter seinen Stiefel fahren, ja, seine Form erhalten.